Leute, ich bin echt ein bisschen fertig. Es war keine echte Nacht. Willkommen zur Fortsetzung Madeira und vielen Dank für das positive Feedback der ersten beiden Teile. Wer sie verpasst hat, hier oben noch einmal der Link dazu. Wenn ihr keinen Teil dieser Serie verpassen wollt, dann bleibt dabei und abonniert diesen Kanal. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer. Bevor wir denn gleich über die Insel starten, hier dann wie versprochen einige Eindrücke unseres wirklich sehr schönen Hotels, einem Porto Bay Resort im Hotelviertel von Funchal. Ich bin ja hier mit der Familie unterwegs und wir sind in dem Rahmen gar nicht so festgelegt auf die Art der Unterkunft. Das können bei kürzeren Aufenthalten in Städten auch mal einfache Hotels sein, bei längeren dann Wohnungen, Apartments oder wie hier ein hochwertiges Hotelresort, bevorzugt mit Blick aufs Meer. Wir hatten Übernachtung mit Frühstück gebucht, letzteres war sehr gut. So können wir uns abends immer flexibel ein paar schöne Restaurants aussuchen und auch die Lage war hier bewusst gewählt. Vieles in unmittelbarer Umgebung, so musste ich nicht immer das Auto anschmeißen oder wie mit Bus oder Taxi fahren. Ihr seht, die Anlage ist sehr großzügig und gepflegt. Unser Zimmer war eine Junior Suite, ich denke mal, das war früher als Apartment ausgewiesen mit Küchenzeile. Etwas oldschool und gediegen vom Styling, aber top in Ordnung und vor allen Dingen für uns wichtig mit wirklich großzügigen Platzverhältnissen. Das hier ist der neuere Teil der Anlage, etwa 15 Jahre alt, habe ich in Erfahrung gebracht. Im unteren Bereich, also Untergeschoss, gibt es neben dem Spa-Bereich einen größeren beheizten Innenpool, der auch die Möglichkeit bietet, nach draußen zu schwimmen. Und hier hinten gibt es noch einen Pool, dessen Dach je nach Wetter und Temperaturen auf- oder zugefahren werden kann. Aufgrund der warmen Witterung konnten wir echt die ganze Woche draußen frühstücken, das ist ja was für mich. Wir hatten, ich habe es ja schon im letzten Teil erwähnt, durchgängig Sommerwetter, ein Traum. Und hier, es geht eine Treppe nach unten, kommen jetzt auch noch Orchideenliebhaber auf ihre Kosten. Ein Orchideengarten, aber fragt mich bitte nicht nach den einzelnen Arten, da kenne ich mich nämlich echt nicht aus. Schon wirklich idyllisch angelegt in dieser riesigen Anlage und etwas versteckt. Ich fand es sehr schön. Wir waren dann auch sehr zufrieden mit dem Hotel. Sehr gute Lage, sehr guter Service, sehr gut ausgestattet, rundherum perfekt. 1.350 Euro, eine Woche in der Junior Suite für drei Personen. Gebucht direkt über die Porto Bay Website. Wie so oft hatten wir also auch hier keinen Pauschalurlaub. Die zum Video passenden Links wie immer unten in der Beschreibung. Und ich gehe jetzt mal zum Autovermieter, der, wenn ich richtig orientiert bin, sich da oben befindet, in der Straße, unweit vom Hotel. Das war auch genau die Absicht. Für die nächsten 5 Tage haben wir jetzt einen Mietwagen und wollen ein bisschen die Insel erkunden. Tja, und ich schnaufe schon wieder den Berg hinauf, mangelnde Fitness bei sommerlichen Temperaturen. Über das Portal billigermietwagen.de hatten wir etwa 3 Monate vorher beim Vermieter Atlantic Rent a Car diesen Kleinwagen reserviert. Preis für 5 Tage rund 250 Euro. Das Fahrzeug war nagelneu und der Vermieter meinte lachend, er hat genug Motorleistung, hier bleibt ihr in Funchal nicht schon an der ersten Kreuzung hängen. Über Ribeira Brava ging unsere erste Tour zunächst nach São Vicente an die Nordküste. Kurz vor dem Abzweig auf die VE4, hier noch auf der ER101 meine Lieblingsstelle, die Unterquerung einer Kirche. Der auf 1000 Meter Höhe liegende Encomiada-Pass wird auf einem etwa 3 Kilometer langen Tunnel unterfahren. In nur gut 20 Minuten ist dies die kürzeste Nord-Süd-Verbindung auf Madeira.
Die Wolken sollten die letzten sein für die nächsten Tage. Die Nordküste zeigte sich überraschend zahm. São Vicente liegt an einer Flussmündung am Ausgang eines tiefen Einschnitts. Wir hatten noch eine ordentliche Strecke vor uns. Wer etwas mehr Zeit bringt, sollte sich unbedingt den etwas oberhalb liegenden Ort einmal anschauen. In den Tagen zuvor muss es zumindest weiter oben in den Bergen noch ganz ordentlich geregnet haben, aber der Fluss kann, wie man sieht, auch deutlich mehr Wasser aufnehmen. Am unteren Ende ist ein Parkplatz, dort kann man das Auto stehen lassen, dann über eine Holzbrücke den Fluss überqueren und dann hier durch einen Tunnel bis ganz nach vorne gelangen. Ich bin gar nicht sicher, ob man hier an dieser Stelle wegen Absturzgefahr in Deutschland ohne Geländer laufen dürfte. Aber für Madeira-Verhältnisse ist das nun jetzt wirklich gar nichts. Hinter dem Ort in Richtung Seychelles, Porto Moniz, sollte man nochmal stoppen. Direkt neben der Straße befindet sich ein schöner Wasserfall, aber ein bisschen aufpassen, die Straße ist stark befahren, nicht ablenken lassen von der spektakulären Umgebung. Hier zu sehen die alte Straße, bevor es den Tunnel gab. Ja, wer mutig ist, der kann da zu Fuß sicherlich hinausgehen und einige schöne Blicke erhaschen, aber die Hinweisschilder auf Steinschlag sind deutlich, also mir wäre es das Risiko nicht wert. Jetzt schon kurz vor Seychelles. Bevor es aber dorthin geht, noch ein kurzer Abstecher zu einem Miradouro mit Wasserfall. Wie könnte es anders sein? Manchmal schwer zu glauben, aber Madeira ist tatsächlich in Anführungsstrichen nur so groß wie Hamburg. Es gibt hier aber Straßentunnel von insgesamt 100 Kilometer Gesamtlänge. Na, ist das keine grandiose Location? Ja, das ist auch ein Teil der alten Küstenstraße, die wir eben beim Wasserfall schon einmal gesehen haben. Madeiras üppige Vegetation hat ja schon längst wieder die Oberhand gewonnen. Und dass einem Wasserfall eine Straße mal sowas von egal ist, ist auch aktuell auf Madeira nach wie vor nichts Ungewöhnliches. So, und jetzt hatten wir uns wirklich den ersten Poncha des Tages verdient, auch wenn er aus diesem touristischen Multistore neben dem Miradouro stammt. Aber für einen Euro gab es hier wirklich nichts zu meckern. Auf der anderen Seite habe ich es dann doch bei einem belassen. Die Straßen sind herausfordernd und erfordern jegliche Aufmerksamkeit. Und wir waren noch eine Weile unterwegs.
traumhafter, fast schon mystischer Lage liegt hier Seychall auf einer Art Halbinsel an der Nordküste Madeiras. Ein tiefer Einschnitt zieht sich mitten durch den Ort. Seychall war Jahrhunderte völlig isoliert und nur auf dem Seeweg erreichbar. Hier geht es hinunter zu den Piscinas Naturais von Seychall. Weiter rechts gibt es sogar einen schwarzen Sandstrand. Ein Bad im Atlantik, umrahmt von dieser grandiosen Küste und ringsherum überall Wasserfälle. Hier könnte ich mir absolut vorstellen, einmal 2 oder 3 Tage Urlaub zu machen. Es war mittlerweile schon deutlich am Nachmittag und für uns war jetzt erst einmal eine längere Pause angesagt. Dazu suchten wir uns eine kleinere Snackbar-Restaurant hier direkt an der Hauptstraße. Wollt ihr auch zukünftig solche Bilder und die Fortsetzung dieser kleinen Serie nicht verpassen? Dann abonniert diesen Kanal und bleibt dabei. Das ist Portomonies mit den vielleicht schönsten Naturschwimmbecken der Insel. Den Ort hatten wir beim letzten Mal schon besucht, deshalb nur aus dieser fantastischen Perspektive. Bei keiner anderen Insel habe ich so oft den Eindruck, ich sei im Miniaturland, wie hier auf Madeira. Versprochen, der letzte Miradouro, aber nur für heute. Leider waren wir so spät, dass die Zeit nicht mehr ausreichte, die 450 Höhenmeter nach unten und wieder nach oben zu fahren. Sehr schade, müssen wir dann halt beim nächsten Mal machen. Die Seilbahn dient nicht nur touristischen Zwecken, sondern hat auch erhebliche Bedeutung für die landwirtschaftliche Nutzung des Plateaus unten. Und hier an der Tafel sieht man die Beförderungspreise. Personen hin und zurück 5 Euro, Material ebenso und für landwirtschaftliche Nutzung frei. Und wer die Seilbahn verpasst hat oder eine vertikale Herausforderung sucht, darf diesen Fußweg nehmen. Hier hinten die Hütten kann man zum Beispiel zum Sonnenuntergang anmieten. Schüssel vorne im Restaurant. Bei dem grandiosen Anblick staunt nicht nur das Rind. Ich hoffe, dieser Teil hat euch gefallen und ihr seid auch bei den nächsten wieder dabei. Es gibt noch viel Spannendes zu entdecken auf Madeira.